Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Lego Harry Potter. Ja, wir haben im letzten Part, obala, haben wir tatsächlich das Besenfliegen gelernt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt die anderen Charaktere dann auch können. Die konnten das nämlich, tatsächlich konnte Hermine das nicht, bis ich das geschnallt hatte, hatte es etwas gedauert, ne? Leider Gottes. Ich muss erstmal raufkommen auf den Eulenbesen. Ich weiß gar nicht, muss man darauf springen oder. Hoch! Ich will hier doch nur rauf auf den Eulenbesen. Hoppala! Können leuchtende Flecken. Bestimmte Charaktere können leuchtende Flecken auf dem Boden ausgraben. Wer kann denn hier was ausgraben? Ich habe doch Besenfliegen freigeschaltet, ne? So. Und da war ich ganz, ganz schlecht. Im letzten Part. Uah, aber wir haben die... Das erinnere mich von Longbottom, von Neville. Haben wir trotzdem bekommen. Und jetzt wollte ich hier die Münzen doch wenigstens noch einsammeln, wenn es geht. Wir haben da nämlich einige liegen lassen gehabt im vorherigen Part. Oh, und ein paar möchten wir mitnehmen. Und natürlich sind wir fürs Quidditch-Team entdeckt worden. Na klar. Die hat halt nicht gesehen, wie schlecht wir wirklich geflogen sind. Aber das ist sehr, sehr nett gemacht. Okay. Was kann man... Die Sachen kann man hier doch bestimmt auch noch... Nee, ich habe gedacht, da gibt es dann vielleicht auch noch irgendwas. Okay. Oh ja, naja, gut. Ein paar Münzchen fallen da dann runter. Aber auch nicht so wirklich was. So, jetzt gucken wir hier hinten nochmal. Guck mal, das sieht schon cool aus, ne? So mit Hogwarts da so im Hintergrund. Das gefällt mir echt. Das ist richtig schön. Sehr, sehr cool. Unserem kleinen Lego Harry Potter. Und der landet jetzt hier auch mal ganz gemach. Und runter da. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und gucken mal, was uns hier sonst noch so erwartet. Schauen wir mal. Ah ja. Die lassen da immer irgendwelche Schüler explodieren. Das ist irgendwie auch nicht so ganz nett, ne? Guck mal, hier ist wieder so eine... So eine Kiste. Und ich habe noch nicht so ganz... Oh. Okay. Kriege ich welche zurück auf den Deckel. Das ist schön. Okay, ich weiß nicht, wohin... Huch, ich weiß nicht genau, wohin mit diesen Kisten. Also irgendwo muss man die ja hinbringen oder einsammeln oder... Aber ich weiß nicht genau, wohin damit. Das ist... Guck mal, hier leuchtet was. Vielleicht kann ich das hier... Hier irgendwo... hin? Nee, anscheinend gehört das hier schon mal nicht hin. Das ist der Schrank, wo ich schon mal drin verschwunden bin. Aber irgendwo muss das doch hier auch hin. Guck mal, da liest jemand. Hier ist richtig Action im Hof, würde ich sagen. Ist ein bisschen schade, dass man da keine Erklärung für hat, was man jetzt mit den Dingern hier machen soll. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also... Könnt ihr natürlich hier jetzt sinnlos die ganze Zeit mit mir rumschluren, aber habe ich ja auch nichts davon. Jetzt machen wir hier erstmal aufräumen. Münzen sammeln, bevor wir dann weitergehen. Oh Ron, der Zerstörer, der macht doch alles kaputt jetzt hier. Okay. Was hüpft denn da eigentlich? Das ist so ein Pümpel, ne? Ja, den kann ich aber nicht kaputt machen, den ollen Pümpel. Oh, jetzt habe ich Hermine getroffen. Den kann ich aber nehmen. Oh ne, ich will ja hier nicht leuchten. Guck mal, was machst du denn da? Was macht der denn da? Wedelt er da rum mit seinem Zauberstab. Da muss ich ja irgendwas mitmachen können, mit dem Pümpel. Aber was? Oh, ich kann... Ah!
ist cool. Okay. Ja, dann sammeln wir mal hier die restlichen Münzen noch ein. Guck mal, die können wir alle umhüppen hier jetzt. Das finde ich supi. Perfekt. So, was haben wir da hinten? Ist noch eine Eule. Und weil irgendwo muss ja diese rote Kiste wahrscheinlich hin, ne? Vermute ich doch mal. Ach, die große kann er nicht umpümpeln hier. Guck mal, das geht gar nicht. Okay. Was ist das hier? Nee. Okay. Ja, Entschuldigung. Ah, da braucht man bestimmt einen roten Zauber, weil der leuchtet so rot. Ja, jetzt kommen wir da wieder runter. Den können wir noch... Ach, guck mal. So, und den können wir jetzt... Was können wir damit jetzt machen? Was können wir denn jetzt damit machen? Jetzt haben wir so einen Hut. Den können wir denn nicht aufsetzen. Den auch nicht. Also nicht einen Hut, sondern hier die Haare halt, ne? Ist hier denn irgendein Lego-Männchen ohne Haare gewesen? Habt ihr eins gesehen? Ich habe keins gesehen. Ach, das kann ich auch noch einsammeln. Guck mal. Oh, nee. Ja, das ist ja perfekt, was ich so alles kann, ne? Jetzt kann ich... Okay, jetzt machen wir erstmal hier die Pflanze noch. So. Ach, guck mal, hier kann man dann so Sachen einsammeln. Ich weiß nicht, ob das dann nachher für Tränke ist vielleicht. Ah, wisst ihr, wofür das bestimmt ist? Für den Vielseitigkeitstrank nachher. Könnte ich mir vorstellen, dass das dafür dann ist. Da von der Pflanze und Haare und... Ja, wobei mir immer noch nicht ganz klar ist, wofür diese roten Kisten sind. Also, falls das irgendjemand von euch weiß, wofür diese roten Kistchen hier sind, die man mitnehmen kann, schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare rein. Oder ich muss das mal googeln, aber ich weiß, einer von euch wird es sicherlich wissen. So, okay, jetzt gucken wir mal weiter. Wo sollen wir denn jetzt hin hier? Jetzt hat er seine Haare da auch gelassen, ne? Ja, alles klar. Ach, guck mal, jetzt können wir hier doch bestimmt die Blumen kaputt machen, damit wir da Lego-Steine draus kriegen, oder? Oder nicht? Ja, natürlich. Oh, nee, ich wollte hier nicht raus. Ich wollte nur die Blumen kaputt machen. Die standen da halt ein bisschen am Rand rum. So. Einwandfrei. So, und die nächsten. Ja, hallo. Ja, geh mal da weg. Ja, ich schieß dich gleich ab, wenn du da stehst. Ja, dann schieß ich dich halt ab. Sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. So, da sind noch Blumen zum Kaputtmachen. Guck mal, und das da oben? Ach, guck mal, ah, eins von drei. Da ist bestimmt der andere hier noch. Zwei von drei, ja, dann ist bestimmt noch irgendwo einer. Ich guck mal hier hinten. Ach, der ist verschlossen noch. Na, bravo, ja, da kann ich ja dann ja noch nichts machen, ne? Da, nee, da kann ich noch nichts machen. Schade. Okay. Aber dann sammeln wir halt hier noch ein bisschen Geld ein. Macht nichts. So. Da sollen wir rein. Nee, wir sollen da weiter. Okay. Ach, ja. Ja, guck an. Ja, ich muss die Pflanze da wegmachen, aber man kann, also das kann man ein bisschen schlecht sehen hier, hinter der Wand. Ja. Kann ich hier mal, kann ich das noch aufräumen, ne? Ah, nee, das ist nur Ron, guck mal. Okay, nee, ich brauche ja den Zauber hier. So. Zwerdelicht. So, wo sind wir hier denn jetzt? Ach, guck mal. Da ist ein Kessel. Da müssen verschiedene Zutaten rein. Und ja, jetzt fangen wir hier an. Guck mal, hier gibt es auch einiges. Ach, guck mal, wie hübsch. Okay. Das in der Mitte muss bestimmt zusammengebaut werden. Na, hoch.
Okay, ja, das Teil fehlte eh. Guck mal, das fehlt wahrscheinlich auch. So. Nee, da müssen wir hier von der Seite ran. Na. Genau. So. Jetzt brauchen wir hier die Zutaten. Ach du meine Güte. Okay. So, da ist noch eine... Ach, guck mal, die Pflanze hier, die geht noch kaputt. Die Pflanze hat auch noch ein Teil hier. Das brauchen wir. Und da... bauen wir auch mal. Ach so, ja, okay. Ja, ja, wir machen das gleich. Die Lego-Teile springen schon ganz aufgeregt hin und her. Die ahnen schon. Ach, guck mal, wie süß ein Vögelchen. Die ahnen schon, dass denen was blüht. Okay. Oh, das können wir schon mal mitnehmen hier. Ah, das kommt da rein, ja. Okay, haben wir schon mal Teil 1. So. Guck mal, das können wir doch bestimmt mal zusammensetzen. Mal gucken, was das wird. Ach so, und das muss jetzt wahrscheinlich hier rein, ne? Genau. Ah, und daran muss man dann ziehen, aber dafür brauchen wir den Trank. Ohne Trank geht das nicht. Okay. Alles klar. Ach, guck mal, da ist noch was drin. Ach, guck mal, ein Kaninchen. Wie niedlich. Okay, ja, dann nimm mal mit. Und das machen wir hier rein. Zack. Und dann fehlt uns noch jetzt der komische Dorn hier da, ne? Guck mal, den können wir den Brunnen noch machen auch. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den finden. Der wird ja hier auch irgendwo. Irgendwo wird er ja stecken. Wahrscheinlich hier in dem Gestrüpp. So. Na. Ja, da ist der drin. Also ich sehe ihn ja schon. Ha. Wow. Okay. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Und rein damit. Sehr gut. Dann nehmen wir mal einen ordentlichen Schluck. Nee, ich wollte das hier trinken, Hermine. Trink mal einen Schluck. Super, Hermine! Okay. Oh, 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 oh. Okay. Oh je. Ah, guck mal, jetzt haben wir die geheime Tür aufgemacht. Ich hab's genau gesehen. Okay. Warte, jetzt wollte ich hier noch gucken. Das kann man nämlich bestimmt noch. Okay, genau. Dass wir da hier nichts verpassen. So. Das geht noch kaputt. Und dann gucken wir mal, was da drin ist, wa? Schauen wir mal. Oh. Oh, anscheinend, oh, oh. Ja, die Frage ist, kann Hermine jetzt fliegen, ne? Man weiß das nicht, man weiß es nicht. Ja, ich würde ja darauf springen, aber jetzt. Oh Gott, die fliegt aber auch nicht besonders gut, ne? Also Hermine kann das tatsächlich auch nicht. Guck mal, dann gehen wir da wieder runter. Hat ja keinen Wert mit dir hier, Schnucki. So. Ach so, muss ich die anderen jetzt mitnehmen, ne? Guck mal, der muss auch... Die kommen ja nicht selber rüber. Alles klar. Jetzt ist der Besen hier aber vollkommen durchgedreht. Der böse Besen. Oh oh. Nein, wir wollen doch nicht Krätze sein. Falscher Knopf. Also das ist schon irgendwie ein bisschen... Ja, ha. Ja,
Ja, jetzt haben wir ihn dann runtergeschmissen. Ich wollte gerade sagen, das ist auch nicht so gut hier. Spring da mal rauf hier. Ja, Ron. Nu aber. Rauf auf den Besen. Und wir probieren das mal mit Harry hier. Okay. Ja, guck mal, Harry. Ach, guck mal, der kann ja auch hier hoch. Dann können wir den Taler hier noch abholen. So. Okay. Ist da unten was? Nein. Alles klar. Dann mal runter. Und dann müssen wir ja noch Ron irgendwie hier rüberholen. Es nützt ja nichts. Wo ist denn der Besen? Hallo? Ja gut, egal. Okay. Ja gut, dann nehmen wir halt Harry hier. Obwohl, ich hätte Ron schon auch noch gerne mitgenommen, ne? Ach, da ist er ja wieder. Solange du nicht erlernt hast, viel Safttrank zu brauen, kannst du keine goldenen Kessel was öffnen oder nutzen wahrscheinlich. Okay, oh. Kessel zu benutzen. Ah, und das war ja auch ein goldener Kessel da in dem einen Raum drin, wo ich unbedingt was in den Kessel packen wollte. Also. Ne, die kriege ich nicht da weg, okay. Guck mal, der glänzt so schön. Ich glaube, wir machen hier mal. Ah, ja, okay. Das ist für den Trank. Ja, das dachte ich mir doch schon, dass das für den Trank ist. Das hatte ich ja schon gesagt. Okay. Okay, dann gucken wir mal hier. Die Pilze. Da ist noch was. Ach so, okay, ein Besen. Alles klar. Ah, das ist ja cool hier, ne? Das sieht schon echt sehr cool aus. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Das braucht einen roten Zauber. Das glitzert rot. Das, da können wir nichts mit machen. Die Gnome halten da noch was fest. Guck mal, das können wir aber machen hier. Das machen wir auch mal. Was ist das denn? Okay. Okay, was ist denn das? Ach, das ist ein Besen. Ja. Das sind zwei Besen. Okay. Da brauchen wir hier den... Na, den Pflanzenzauber für die Pflanze, ne? Würde ich sagen. Na, geht nicht. Will nicht so, wie ich will. Ach so, nee, da guck mal. Ah, die sollen wir nicht kaputt machen, sondern wachsen lassen. Ah, vier Stück brauchen wir davon. Vier so eine Möhrchen. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir noch welche finden. Jetzt müssen wir erstmal... Ah, hier... Ne, ah ja, hier, guck mal. Das noch? Oh, voilà. Ha, die sind bestimmt auch noch für irgendwas werden die gut sein. Würde ich wetten. Hier, da können wir das hier nicht befreien normalerweise. Ja, genau. So. Und nun? Ja, jetzt können wir den Kürbis hier kaputt machen, oder was? Nee. Vielleicht können wir den irgendwo hinschweben lassen, den Kürbis. Nö. Okay. Den braucht man bestimmt auch noch für irgendwas, werden wir den brauchen. Okay, wir gehen hier mal runterwärts weiter. Oh, na, das ist... Oh, das ist aber nicht nett, ne? Das ist nicht nett. Da retten wir dich. Guck mal. Schüler in Gefahr! Gerettet! Jawohl! Ja, so ist das. Ach, da ist eine Kirsche drin, aber die brauchen wir ja eh nicht. Was macht ein Snape da? Die, ja, hier hochholen, das Möhrchen. So. Ach, das ist gar nicht Snape. Der sah nur, die sah nur von hinten so aus. Okay. Ach, so, dann gucken wir mal, dass wir hier die
Kürbisse und Pflanzen noch machen. Wir suchen ja noch ein Möhrchen, was wir da so aus der Erde, ziehen können. Okay. Ist das eine Vogelscheuche? Die sieht aber gruselig aus, die Vogelscheuche da. Boah, Riesenkürbis. Cool. Entschuldigung, das wollte ich eigentlich nicht. So, nee. Ja, die Gnome lassen sich halt da überhaupt nicht von beeindrucken, ob man die da nun hintüdelt oder nicht, ne? Also denen ist das vollkommen wurscht. So, hier ist doch noch was. Guck mal. Jawohl. So, ah, da ist unsere noch vermisste Morrübe. Zack. Dann sind es jetzt drei, ne? Ah, eine fehlt noch, okay. Die brauchen wir auch. Das brauchen wir auch noch hier. Oh, ein Halloween-Kürbis. Sehr cool. Okay. Es fehlt uns aber immer noch ein Möhrchen. Ein Möhrchen fehlt uns noch. Okay, jetzt sammeln wir hier erstmal ein. So. Ich wette ja, hier kommen wir später bestimmt sowieso noch hin, wenn wir hier Kreaturenkunde haben, da. Das wird Hagrid... Macht das Hagrid im ersten Teil schon Unterricht? Ich weiß es gar nicht. Nee, Hagrid unterrichtet das nicht im ersten Teil. Aber hier wohnt Hagrid auf jeden Fall. So. Jetzt gucken wir mal hier oben, ob wir hier noch ein Möhrchen finden. Ach, hier da hinten ist doch noch eins. Guck mal. Schau an. Dann lassen wir das mal wachsen. Jawohl. 4 von 4. Juhu. Ah, cool. Percy freigeschaltet. Jawohl. So. Den guten Percy. Der ist mir ja unsympathisch, ne? Einer der Weasleys, den ich nicht so sympathisch finde, den Ollen. Ach, guck mal. Wie schön. Guck mal, wie Hermine da schon wieder stand. Habt ihr das gesehen? Mit den Füßen rumtribbelt. Ich sag es dir. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Überall, wo ich das jetzt hinlenke, wächst... Das ist ja niedlich. Guck mal. Haha, cool. Okay. Okay, okay. Ah. Hahaha. Unsere Regenwolke liegt da noch. Okay. So, und hier ist dann noch... Oh. Na los, nee. Muss ich ein bisschen länger gedrückt halten, nämlich zu ungeduldig. Okay. Und geht das jetzt hier? Komm her. Geht das überall? Also kann ich das jetzt hier überall so hin? Nee. Da geht's nicht weiter. Okay. Ach so, nee, jetzt ist es weggegangen. Ah nee, da ist er ja wieder. Guck mal. Dann lenken wir das mal hier noch hin. Ah, eine hatten wir übersehen. Okay. Guck mal, jetzt ist hier schon wieder so eine Kiste und ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das ist ein bisschen schade. Ist jetzt schon die dritte oder vierte, die ich so im Laufe des Spiels gesehen habe und ich weiß wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich weiß ja nicht, ne? Okay. Huch. Hoppla. Okay. Ach, kann man da unten noch was in dem Beet machen? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Nee, sieht nicht so aus, ne? Nee. Aber das kann man bestimmt später dann irgendwie nochmal. Könnte ich mir vorstellen, dass man da in dem Beet noch irgendwas Cooles machen kann. Ah, guck mal. Cool. Cool, cool, cool. Die beiden könnten ja auch mal ruhig ein bisschen was Münzen einsammeln, ne, finde ich. Die laufen nur mit und warten auf die Dinge, die da kommen mögen. Quidditch! Oh Gott, hoffentlich muss ich nicht spielen. Hoffentlich brauche ich nur zugucken. Guck mal, da sind diese Katzenpfoten wieder, ne? Bestimmte Charaktere können leuchtende Flecken auf dem Boden ausgraben. Ja, aber wer denn? Wer denn nur? Kann das... Hier, pass mal auf, wir probieren das mal.
Nee. Irgendwie nicht. Springen kann sie. Aber das kann sie nicht. Also, na, hätte ja sein können. Vielleicht kommt das dann irgendwann noch, dass das geht. Okay, ist ja nicht so wild. Ah, hier, guck mal. Da kann man... Das kann man hoch machen. Ah, cool. Ein kleines Fähnchen. Okay. Und ein Blümchen. Oh Gott, so viele Münzen. So viele Münzen. Da, die geht doch bestimmt auch, die Blume. Nee, die geht... Die geht nicht. Vielleicht mit dem anderen. Ha. Nee, das will nicht ganz. Okay. Aber die ganzen Fähnchen können wir noch machen. Guck mal, und ist der Schüler da oben gefangen, oder was? Können wir den da runterholen? Was ist denn da los? Wie können wir den denn... Irgendwie kann man den bestimmt... Pass mal auf, hier die Besen. 1, 2, 3. Was machen die denn? Super Besen. Okay. Noch ganz viele Taler kommen da jetzt raus. Aber kommen wir hier irgendwie hoch, um... Ja, hier kann ich nichts machen. Also das sind ja auch so Tierpfötchen. Also fürs Graben bestimmt. Jetzt gucken wir mal. Wie kommen wir denn da hoch, Mensch? Ja, ich will da ja noch nicht rein. Ich will ja hier jetzt erstmal fertig gucken. Einmal. Und nochmal. Und. Okay. Ja, die brauchen wir eh anscheinend. Das ist gut. Dann machen wir die auch. Die Fähnchen. So. So, da sind jetzt noch zwei. Gucken. Wie viele brauchen wir da noch? Ja, damit hätten wir die fertig. Ah, guck mal, hier ist ein Schüler. Okay, perfekt. So, und dann haben wir hier noch... Noch eine. Na, so, jetzt aber. Ich wollte gerade sagen hier. So. 5 von 5. Okay, Katie. Katie Bell freigeschaltet. Ah, guck mal. Ah. Ich habe mich schon gefragt, wie man da hochkommen soll. Ah, guck mal, hier sind drei so... Oh, wow, 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 wow. Cool, 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 cool. Okay. Ja, das ist gut. Okay. So, und was haben wir jetzt hier denn noch? Was kann man denn hier Schönes machen? Da fällt jetzt die Murmel runter. Was macht die? Kickt die da rum? Nee, die macht da unten irgendwas. Was macht die denn da? Ah, einen goldenen Stein freischalten. Cool. Okay, aber da komme ich jetzt trotzdem nicht rüber zu dem. Ich würde da so gern... Ich hätte ihm gern geholfen, der da... Der da ist. Jetzt hole ich mir den goldenen Stein. Geh doch mal weg hier. Ja, 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 ja. So. Sehr gut, goldene Steine. Okay, aber jetzt ist da oben ja immer noch einer. Aber ich glaube, wir gucken uns hier das nächste Mal ein bisschen weiter um und schauen mal, ob wir die hier... Irgendwie, ob wir den hier erretten können, da oben. Ah, ich glaube, wir haben es schon gefunden. Da, das probieren wir jetzt erst noch aus. Und auf geht's. Ja, richtiger Zauber. Nee, aber den kann ich hier nicht benutzen. Warum nicht? Ja, der richtige Zauber ist es doch hier, oder wie? Oder was? So, ach so, ich sollte vielleicht auch den richtigen Knopf drücken. Dann macht das auch mal funktionieren, ne? So. Guck mal, jetzt können wir dem da ein Trampolin, oder was bauen wir dem da? Ja, Schüler in Gefahr gerettet. Juhu. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay, und mit diesem geretteten Schüler in Gefahr verabschiede ich mich für diese Folge bei Lego Harry Potter und sage, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, Mensch, in dem Part habe ich aber wirklich richtig Spaß gehabt. Es fing an mit meinem Pümpel und dann der störrische Besen und dann noch Möhrchen wachsen lassen und Wolken durch die Gegend schieben. Ich habe so viel Spaß gehabt, dass ich mal wieder die Zeit vergessen hatte.